Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Assassin's Creed. Ja, in der letzten Aufnahme ist uns ja die Firewall durchgegangen und ja, alles war wieder scheiße. Und naja, irgendwie steht die Aufnahme unter keinem guten Stern. Vorhin schon wieder die Firewall durchgedreht und hat gemeint, alles hier wieder in Fenstermodus zu versetzen. Und das kannst du auch irgendwie nicht wieder zurückstellen und dann, ja, es ist alles kacke, na egal. Auf jeden Fall, wir machen jetzt weiter. Suchen jetzt fleißig Informationen über irgend so einen Hafenmeister, der die ganzen Schiffe konfisziert. Wahrscheinlich auch für die Templer. Ja gut, sehr wahrscheinlich. Ich meine, wenn er selber einer ist und... Ja, alles andere wäre irgendwie dämlich. Du magst mich nicht, gell? Tja, ich dich auch nicht. Hab dich auch nie gemocht. Ist was. Oh komm, spring doch einfach. Wieso kann ich nicht hier einfach genau so? So, siehst du, noch eine deutsche Ordensflagge, aber schon 3 von 33 ist. 11%. Sind das etwa 11%? Ich habe doch keine Ahnung. Ich bin schlecht in Mathe, ich muss das nicht wissen. Und die nächste. Minch, Minch, Minch. Mit auch noch irgend so ein paar Jünger, unter denen wir uns verstecken können. Gut. So, dann können wir hier direkt. Ja, ich bin gleich wieder weg. Ich muss nur synchronisieren, dann bin ich schon wieder weg. Schau. Oder du siehst mich einfach nicht, weil du kurzsichtig bist. Ist bei einem Bogenschützen damals übrigens total sinnvoll gewesen. So. Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Haltet ein, bitte. Was jetzt willst du? Ich nichts. Lass mal die in Ruhe, oder? Ich meine, eigentlich müsste man schon helfen, weil so viele Wachen wie hier haltet wieder sind. Elender Dieb, du wirst sterben. Hast du gehört? Du wirst sterben. Was habe ich denn falsch gemacht? Sag es mir. Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Ja, da sagen sie es dir doch, was du falsch gemacht hast. So, dann lass mal die einfach mal, weil... Jetzt hörst du auf, ich stech dich gleich. Sag ihm, ich sage nein. Ich lasse nicht zu, dass Soldaten sich in mein Geschäft einmischen. Hör zu, alter Mann. Nein, ihr hört mir zu. Das ist mein Hab und Gut nicht seins. Selbst wenn Jesus Christus den Mann persönlich ermächtigt hätte. Es ist keine Bitte, es ist ein Befehl. Oh, das ist ja drollig. Er könnte nicht mal kleine Kinder befehligen. Ich habe gesehen, was er aus dem Hafen gemacht hat. Mich wird er nicht ruinieren. Lest einfach den Brief. Ihr werdet sehen, seine Bedingungen sind großzügig. Ach gut, ich werde mir sein Angebot anschauen. Ich glaube aber nicht, dass ich meine Meinung ändern werde. Und jetzt geht, hinfort. Tja, das sehen wir uns doch immer genauer an, nicht wahr? Junge, dieses Aufkopf überall. In den nördlichen Docks gibt es keinen Wachen. Interessant. Und wir haben die Nachforschung beendet. Hä, haben wir echt schon? Hat man nicht immer drei Nachforschungen gebraucht? Wir haben die Prügelei, das... Ah, genau, Prügelei. Flaggenrennen und das jetzt. Okay, gut, dann haben wir es ja. Dann gucken wir schnell, dass wir ins Büro kommen und dann... Warum würde jemand so etwas tun? Jemand, der durch eine Stange klettern kann. Siehst du mal. Ich hoffe, ich bin da genug am Mikro dran, weil irgendwie kriege ich den Sessel nicht nach. Warte mal. Das machen wir ganz schnell. So, besser. So. Was tut er? Essen. Noch eine Flagge, noch eine Flagge. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Springen Kleinkinder echt auf Dächern rum? Wusste ich bisher gar nicht. So, dann wir sind bereit für den Todesstoß. Seid gegrüßt, Bruder. Wie verläuft eure Suche? Ich weiß alles, was ich über mein Ziel wissen muss. Dann teilt euer Wissen mit mir.
Siebrand soll von Sorgen zerfressen sein. Sein bevorstehender Tod treibt ihn zur Raserei. Er hat den Hafenbezirk abgeriegelt und verbirgt sich dort, wartet auf die Ankunft seines Schiffes. Das macht die Sache gefährlicher. Ich frage mich, wie er von eurer Mission erfahren hat. Die Männer, die ich tötete, stehen alle in Verbindung. Al-Mualem warnte mich, dass die Kunde meiner Taten sich ausbreiten würde. Seid auf der Hut, Altair. Werde ich. Seid dessen sicher, Rafik. Doch wird dies mein Vorteil sein. Angst wird ihn schwächen. Unsichtbarer Wand. Für den Anschlag. Dann werden wir uns doch mal Siebrand vorknöpfen. Und mal sehen, was er uns da noch zu erzählen hat. Ich finde es mit diesen letzten Worten ja enorm geil gemacht, muss ich sagen. Dass die so ein bisschen... Warum schaffst du es nicht, dich da festzuhalten? Wohl einen Grund für seine Taten hat? Yo, ich bin Dachdecker. Ich muss das tun. Weil hier gibt's keine Leiter. Die muss ich erst besorgen, damit ich die Leiter hochklettern kann. Macht doch Sinn. Ja. Hätte noch in den Heuhaufen springen können, aber... Wer braucht schon Heuhaufen? Sind doch voll... Ist schon wieder kack... Tschüss. Sag mal, ist der jetzt runtergefallen? Wir haben mit dem Bogenschützen echt kein Glück. Muss man einfach mal so sagen. Die ganze Zeit verkacken wir es irgendwie mit den Kackbogenschützen. Wir fallen die ganze Zeit irgendwie runter und warnen unsere Opfer, unsere Gegner, whatever. Nee. Da ist noch eine Flagge. Hat sich hier schon gelohnt. Was wurden im Masyaf gesammelt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier nicht Masyaf ist. Was tut dieser Mann denn? Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Nein, bitte geht nicht ein. Ich habe viele Dinge. Ich habe kein Geld. Zu viele Dinge. Mit dem Tode weg. Ihr seid wirklich. Ich bin gekommen. Das war ja blöd. So. Wäre es nicht lustig, wenn er sich verletzen würde? Ich bin der Assassine. Der neue Typ von nebenan. Da darf ich wahrscheinlich nicht durch, erschlagen sie mich gleich. Bewegung! Yo, ich gehe. Warte mal, hole ich mir doch von den. Hole ich mir von dem Dicken. Ich nehme noch ein paar Wurfmesser. Da vorne einen Menschen ansammeln. Was wollt ihr denn eigentlich? Kekse. Ihr irrt euch, Meister Siebrand. Ich könnte doch keinem Menschen Gewalt antun und erst recht nicht euch. Das sagt ihr. Und doch ist niemand bereit, für euch zu sprechen. Was soll ich bloß davon halten? Ich führe ein einfaches Leben, mein Herr, wie alle, die dieses Gewand tragen. Wir sind nicht darauf aus, Aufmerksamkeit zu erregen. Mag sein. Es mag aber auch sein, dass niemand euch kennt, weil ihr kein Mann Gottes seid, sondern ein Assassine! Niemals. Ihr tragt dieselben Kleider. Wenn sie sich so kleiden wie wir, dann nur, um Angst und Unsicherheit zu verbreiten. Fallt nicht drauf rein. Nennt ihr mich einen Feigling? Bezweifelt ihr mein Urteil? Oder hofft ihr, vielleicht meine eigenen Männer gegen mich aufzurühren? Nein, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, mein Herr. Ich hab nichts Böses getan. Ich kann mich nicht entsinnen, euch etwas unterstellt zu haben. Was euren Ausbruch rechtfertigen könnte. Ist es etwa euer Gewissen, das euch zu einem Geständnis treibt? Aber ich habe nichts gestanden. Oh, trotzig bis zum bitteren Ende. Wie meint ihr das? Wilhelm und Garnier waren sich ihrer zu sicher. Und dafür zahlten sie mit ihrem Leben. Ich werde nicht denselben Fehler begehen, wenn ihr wahrlich ein Mann Gottes seid. Wird der Allmächtige euch beschützen? Möge er meine Hand führen! Ihr seid wahnsinnig! Will denn keiner den Wahnsinnigen aufhalten?
Seine Angst vergiftet seine Urteilskraft. Lässt ihn Feinde sehen, wo gar keine sind. Die Leute scheinen meinen Zweifel zu teilen. Was ich tue, tue ich für Akon! Bleibt wachsam, Männer. Berichtet den Wachen von allen verdächtigen Beobachtungen. Ich bezweifle, dass dies der letzte Assassine war. Hartnäckige Bastarde! Und jetzt zurück ans Werk! Wie recht er damit hat, dass er nicht der letzte Assassine war. Aber der ist paranoid. Oh, sie haben... Okay. Gut. Gucken, da müssen wir wahrscheinlich durch. Komm, fall! Nein, der soll doch gefälscht da reinfallen. Tschüss. Tschüss. Nein. Ich finde es ja super, wie wir die einfach alle ins Wasser schmeißen. Ach, eine Möglichkeit, deren Konter zu kontern, wäre ja auch irgendwie nett. Schritt so und... Im Ernst. Wenn Sie entdeckt wurden, schlagen Sie Haken oder klettern Sie über Gebäude. Ja. Okay, da ist ein ganzer Wächtertrupp, da sollten wir vielleicht nicht unbedingt durch. Och, ist ja gut, ich bin ja auch lieb. Mal gucken. Ich finde es auch gut, dass wir ein total athletischer Assassine sind. Wir können über Gebäude klettern, super Sprünge ausführen, jede Menge Schwertwunden wegstecken, aber schwimmen können wir nicht. So, irgendwie... Ach komm, gehen wir erstmal zum Aussichtspunkt. Oder unseren Boden festhalten. Komm schon. Davon nicht war aus. Benutzen Sie freies Laufen, um aus einem Kampf zu fliehen. Sprinten. Ja, sprinten, ja, ich sprinte genug, aber... Das soll nicht wahr sein. Ja, das sagt jede noch einfach wieder. Ne, keine Ahnung, was das jetzt sollte. Wehe, du springst da ins Wasser. Ja, vor allem laufen wir noch betrunken rum, die uns ins Wasser schubsen. Das ist... Kehrt euch vor! Hä? Spricht denn doch so mit mir? Warte mal. Tschüss. So, suchen wir uns schnell wieder. Noch. Stirb, Heide! So. Wo geht's denn hier? Ihr seid erledigt, gebt auf! Jo, ich bin erledigt, also gib auf. Hey, was? Oh, jetzt denkst du also, du könntest dich verstecken wie eine Ratte. So, komm ich da weiter nach oben? Jawohl. Und er sieht mich nicht mehr. So hoch sind wir schon. So, blöd, dass wir nicht ins Wasser springen können. Ich meine, schau euch doch mal an, wie wir uns hier bewegen können, wie akrobatisch. Und wir können nicht schwimmen. Das ist irgendwie, ja... Nein. Okay, wir fallen wahrscheinlich eh gleich ins Wasser. Das ist wahrscheinlich eh vollkommen... Hallo? Hä? Ich dachte, da kommen wir weiter nach oben, aber gut, wenn das nicht der Fall ist, dann gehen wir mal da vorne weiter. So, zwei tote Bogenschützen. Zum Glück vermisst die niemand. Hoffentlich sind da keine weiteren, sonst dürfen wir uns mit denen wahrscheinlich auch noch rumschlagen. So, hier haben wir noch was.
Jawohl. Das Feuer sieht ja super aus. Und hier ist also der Hafen der Kreuzritter. Interessant. Oder Kreuzfahrer, wenn sie so nennen möchte, aber. So wirklich viel mit Kreuz haben sie jetzt auch nicht zu tun. Heide, dafür wird. Und tschüss. Ich traue mich fast nicht hier zu springen. Gucken wir erst auf einem größeren Schiff. Glück, dass wir ihn nicht sehen. Okay, da ist er. Was? Ich dachte, ich habe die versteckte Klinge ausgewählt. Scheiße. Ups. Tut mir nichts. Habt ihr Angst? Natürlich habe ich Angst. Dabei seid ihr doch bald völlig sicher. In den Armen eures Gottes. Haben meine Brüder euch nichts gelehrt? Ich weiß, was mich erwartet. Uns alle. Wenn nicht euer Gott, dann was? Nichts. Nichts erwartet uns. Und das fürchte ich. Ihr seid ohne Glauben? Wie könnte ich bei all dem, was ich weiß, was ich sah? Unser Schatz ist der Beweis. Beweis für was? Dass dieses Leben alles ist. Verweilt noch einen Moment und nennt mir eure Rolle in dem Spiel. Eine Seeblockade. Um die unwissenden Herrscher und Herrscherinnen zu hindern, Verstärkung zu entsenden, nachdem wir das heilige Land erobert haben? Befreit haben, ihr Narr! Von der Tyrannei des Glaubens. Freiheit? Ihr kontrolliert die Gedanken der Menschen, unterwerft Städte, tötet jeden, der euch widerspricht. Ich habe nur meine Befehle befolgt und an die Sache geglaubt. Genau wie ihr.